Und wir sind wieder zurück bei der nächsten Folge von Lego Star Wars. Ich werde jetzt hier erstmal noch das machen. Also die Herausforderung hier in der Jundland-Ödnis. Weil ich jetzt auch herausgefunden habe, an welcher Stelle ich das Teil, ja, sagen wir mal, verpasst habe. Also den fehlenden aus einer, wo ich das in den letzten Folgen gespielt hatte. Das mache ich ja dann immer gerne, wenn ich mal einen nicht finde. Schaue ich mir einfach nochmal online an, wo sich das Ding befindet und dann nächste Runde. Ich muss natürlich erstmal so drüber, bevor ich das überhaupt treffen kann. Was zum... Wenn ich mich richtig erinnere, waren hier ungefähr zwei. Genau, hier waren diese zwei. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt dafür, dass ich den anderen finde, nicht einen von denen vergesse, die ich beim letzten Mal eben hatte. Mich würde es jedenfalls nicht überraschen. Mist. Hier einer? Weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Hier wird auch keiner. Hier ist... Keiner, wenn ich das richtig sehe. Oh, wow, die können gut schießen. Ei. Okay. Da hinten ist der nächste. Ich kann ja sagen, wo der ist, den ich vergessen hatte. Der war in dem Sandcrawler von den Jawas. Gab es rechts an einer Stelle so einen Punkt, wo der eben gewesen ist. Mit der dunklen Seite der Macht war das so ein Gitter, was man, glaube ich, öffnen konnte oder sowas ähnliches. Und da versteckte sich halt das Ding. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Mist. Hier oben einer.
Ah, ich hätte vorher vielleicht mal. Den Hebel ziehen sollen. Oder die Hebel. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wo die sich jetzt alle befunden hatten. Das jetzt auch schon wieder etwas her ist. Seit der letzten Folge, also der Folge, wo ich die schon mal gesucht habe. Hier drin war einer. War hier einer? Nee, hier ist keiner. Mist. Den hier habe ich übersehen. Mist. Nochmal neu. Jetzt so. Ist hier was? Ah, okay. Hier ist nichts. Ich glaube, aber ich bin tatsächlich schon wieder an einem vorbeigerannt. Mich würde es jedenfalls gerade nicht überraschen. Oben war noch einer. Jetzt fehlen noch zwei. Ich glaube, einer war an der Stelle, wo man nur als kleiner Charakter durchkommt und der andere war ganz hinten da, wo das Haus von Obi-Wan ist. Aber zur Sicherheit gucke ich hier nochmal nach. Nichts.
Ich bin tatsächlich an einem vorbeigerannt. So erkläre ich mir gerade, warum ich jetzt gerade hier wieder 8 habe. Ich glaube, da war noch einer an dem Sandcrawler. Jetzt bräuchte ich den Druidika. Wäre schneller wieder da hinten. Nee, warte mal. Geht doch nochmal dahin. Ich habe ja gerade mal die Hälfte der Zeit verbraucht. Ich glaube, einer war auf dem Dach und einer war relativ hinten, weit hinten auf diesen Inseln. Bin ich vielleicht doch nicht vorbei. Dann kann ich hier auch nochmal gucken. Der war, glaube ich, auf dem Dach. Ja. Der andere. Nicht hier hinten. Da habe ich tatsächlich schon wieder einen verpasst, den ich beim letzten Mal allerdings eingesammelt hatte. Ich war tatsächlich in einem Java-Dingster-Bums. Müsste er sein. Das ist halt das Problem, ab Episode 4 werden die Levels ja so lang und da ist eben das Risiko größer, an solchen Dingern vorbeizulaufen. Gehe ich jetzt nochmal die ganze Strecke zurück. Hier war ja sonst keiner. Jetzt bin ich beinahe abgesoffen. Ich könnte mich schwören, hier drin gab es doch noch mehr als jetzt nur diese Strecke. Genau hier hinten kann man ja noch lang, also echt. Wie komme ich da jetzt lang? Ach. Nee, warte mal, hatte ich ja den doch. Welche habe ich dann vergessen? Jetzt war ich zu langsam. Gehen wir mal raus. Leck. Na, jetzt. Kann doch nicht sein.
Ich schaue noch mal kurz schnell nach, oder? Ja, doch. Ich habe keine Lust, das jetzt noch mal zum dritten Mal zu machen. Bin also gleich wieder da. Okay, jetzt weiß ich, wo er ist. Das Problem ist nur, dass relativ weit am Ende. Das heißt, jetzt muss ich also noch mal die gesamte Strecke, die ich gerade hergelaufen bin, wieder zurücklaufen. Mit dem Druidiker wäre das, wie gesagt, besser. Dann wäre ich auch schneller. Ich hoffe, ich schaffe das auch noch von der Zeit her. Könnte vielleicht etwas knapp werden. Einfach mal mit der, die rennt schneller, habe ich das Gefühl. Geradeaus durch. Genau das ist es nämlich, man kann die Dinger zerstören. Über eins davon kommt man in die doppelte Punktezone in dem Level. Dem hier. Man sieht ihn sogar da oben. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Also echt. Immerhin kein drittes Mal. Das wäre dann tatsächlich sowas gewesen. Hätte ich mir dann gesagt, dass ich das Level dann einfach als allerletztes machen würde. Nun gut, dann sind wir erstmal wieder für heute am Ende angelangt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich im Raumhafen von Mos Eisley die blauen Minikits sammeln tue. Bis dahin, tschüss.